Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier beim Solo-Fighter bei 7 Days to Die in der Version 1.0 Stable. Jawohl, da sind wir wieder. Die Nacht ist vorbei. Er brennt immer noch aus. Ich zeige euch mal. Also ich habe hier neue Muni. Noch ein Stack. Wir haben 9er Muni, habe ich angerichtet. Hier hat er ausgebrannt. Da können wir eigentlich jetzt ausmachen. Ne? Was wir noch haben, sind noch 1000 Schießpulver, also 1115. Und er brennt halt hier noch aus. Wird da ja hier nochmal 500 und 500. Das heißt, ich werde da nochmal 700 da anschmeißen. Und dann haben wir erstmal für die Horde genug. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir noch 3700 Benzin jetzt. Ja, es wird so langsam. Habe ich hier nicht irgendwo den Diamanten reingelegt? Da. Ah, guck mal, 1000 Leben haben wir auch noch. Da könnten wir uns schon mal Cobblestone herstellen. So. Machen wir das mal rein. Da haben wir auch nochmal 1000. Ja gut, wir wollen ja da hinten bauen, ne? Im Schnee. Schnee, also kommt definitiv da eine Baufolge oder beziehungsweise mehrere Baufolgen, wahrscheinlich mehr als euch lieb sein werden, denn ich möchte da eine coole Base hinbauen im Schnee und ja, wir machen jetzt halt noch die letzten Vorbereitungen hier für die Tag 28 Horde und danach machen wir halt Umschwung, Umzug ab komplett ins Schneegebiet. Deshalb wundert euch nicht, dass ich jetzt hier wieder rumjungle. Warte mal, ich will mal gucken, ob der irgendwo was hat, wo ich Garage, Construction. Ich will die POIs resetten, wo man halt wahrscheinlich Fahrzeugbücher herbekommt. Deshalb gucken wir mal, dass wir da vielleicht hier noch ein bisschen was hinbekommen. Warte mal. Was brauchte ich denn für die Wrench? 24. So, 8. 4x Duct Tape. So, die können wir in der Hand fertigen. Sehr gut. Dann können wir den Rest wieder wegpacken, ne? Dann gucken wir mal, dass wir die Quest da hinbekommen. Vielleicht das ein oder andere noch abwrenchen können. Autos vielleicht nochmal ein paar Sachen für die Elektronik. Wie weit bin ich eigentlich bei der Elektronik? Natürlich. Ja, wir brauchen da auch noch eine ganze Ecke, ne? Fallen, weil man nicht fallen. Blinddinger können wir auch noch nicht. Ja, es ist noch ein weiter Weg. Es ist definitiv noch ein weiter Weg. Eigentlich könnte ich die Basis, so wie ich sie vorhabe, wahrscheinlich ohne Turrets gar nicht bauen. Aber ich werde ja da hinten erstmal eine Wohnbasis bauen. Separiert wahrscheinlich, mal gucken, mit Hordenbasis. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da hinten im Schnee für ordentliche Horden bekommen, ne? Und was wir da für einen geilen Loot bekommen. Und der Loot ist real hier. Können wir nochmal einmal doppelt looten, ganz kurz. Alter, das ist mir echt zu doof, ey, mit dem. Das ist mir echt zu doof. So.
So, habe ich das Nachlade, den Nachladeapparillo eigentlich da drin? Nee. So, jetzt laden wir auch schneller nach. Guck mal. Das hat sich definitiv schon mal gelohnt, ne? Jetzt sind sie alle langsam, pass mal auf, und wenn ich gleich die Quest starte, dann rennen nur wieder Ferris durch die Gegend. Warte, ich sag. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, so einen Zombie da reinzunehmen, ne? So. Auf ein neues. Geht mir eigentlich gar nicht so um die Belohnung, die ich bekomme. Die sind mir eigentlich Pups, aber der Rest, ne? Der Rest ist halt geil. Na komm, fall raus. Es war so klar, dass ich geschlägert werde. Nee, ist klar. Ein Kopf. Ja, kommt da mal unten durch. Haut euch mal durch. Wow, da ist ein Ferrell. Und ich bin schon wieder so schwer. Schon wieder sechsfach überladen, ey. Ja, frech. So ein Kopf und ein Ferrell da drin. Nicht schlecht. Wow, ein Einser selbstgebautes Maschinengewehr. Die Welt ist wieder toll. Da seht ihr mal, was wir hier für ein Crap kriegen, ne? Ich hab keinen Stein, Marianne. Ich hab keinen Stein. Lalalala, das lass dich sein. Ohne Stein. So, was haben wir denn hier drin? Das ist alles nur Stein, ne? Aber das geht schon, ne? Das kriegen wir schon gut mit. Na. Ich würde mir wünschen, dass diese Umrandung beim UI, dass die vielleicht nochmal eine andere Farbe bekommt. Dass man das ein bisschen deutlicher sieht. Dann haben wir das. Wir haben heute leider keine Kommentare, Leute. Wir sind ja wieder up to date gewesen von den Kommentaren, mal mit der letzten Folge. Heute ist die Samstag-Ausgabe.
Und da haben wir leider keine Kommentare. So ist es dann leider. Kann es nicht ändern. Müssen wir heute einmal ohne durch. Oh, da gibt es aber ordentlich Ressourcen, ne? Ganz ungewohnt. Das fehlt mir schon mal so ein bisschen, ne? Also Kommentare sind schon echt, echt geil. Da hat man halt auch immer ein Thema, worüber man quatschen kann. Und ich gucke schon zwanghaft die ganze Zeit auf meinen zweiten Monitor, da wo normalerweise die Kommentare dann immer sind. Aber da sind keine. War hier oben nicht auch noch was? Ah ja, hier, ich darf nicht die Kiste wieder vergessen. Ah, ich hätte es fast wieder vergessen. Ich hätte es fast wieder vergessen. Wo ist das doofe Ding? Dahinter. Leute, ich hätte es fast vergessen, ey. Minumida, Minumida. Ja, da hat sich aber trotzdem ein bisschen gelohnt, ne? First Aid, also wir haben, sind wieder Richtung Schmelztiegel ein bisschen gekommen. Ja. Da sind wir gut dabei. Und Fahrzeuge, wie weit brauchen wir noch bei den Fahrzeugen? 45, sagt er. 39 von 45. Also 6 Autobücher noch. Ah, das sollten wir doch hinkriegen. Oder was sagt ihr? Ah. Ja, Leute. Wenn ihr diese Folge guckt, ist schon Wochenende. Und das Wetter soll richtig warm werden. Ne? Also ekelhaft. Also ich nehme ja morgens für euch die Folgen auf. Und ich muss euch ehrlich sagen, morgens aufnehmen ist echt angenehm. Besser als wenn es dann den ganzen Tag die ganze Hitze da durchgeballert ist, ne? Ja, den Waldbaum, Baumwald, den müssen wir eigentlich auch noch mitnehmen, ne? Die schönen, das schöne Ressourcen. Schöne Ressourcen. Oh, oh, oh. I'd shake your hand, but oh, oh. You got dysentery, the way you smell. Oh, oh, oh. Zweier vergraben. Come to think of it, I do. Well, you're either. I don't like you, but maybe you must be. Ich mag dich auch nicht. I got just a job for a lazy ass son of a bitch. If you want a job from me, I've had enough of your bullshit. Get out of my sight. I got work to do. If you got some, listen up, jackass. You won't. You better not fuck this up. Diese Quest, die kriegt man ganz schnell gemacht, Mausoleum. Was so schnell. Und die Punkte zählen noch trotzdem, ne? Ah, 16 von 30. Ja. Ja, dann heute wieder langweiliges Questen mit so einem Bührer. Gehen, Schnarch. Wir wollen bauen sehen. Ja. Kommt, Leute, kommt. Ich habe mir da schon was vorkonzipiert. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ich sag mal so, als kleinen Spoiler vorweg. Der Berg ist mein Freund. Und am Berg werden wir die Basis bauen. Ja. Damit ihr schon mal euch was denken könnt. Oh, ja, hier waren wir überall, ne? Also guten Loot werden wir hier nicht kriegen. Es geht mal einfach um die Bücher, dass wir die Bücher vielleicht noch kriegen, während der dann halt die Ressourcen ausbrennt, dass wir halt immer dann in der Nähe sind und da definitiv
die Sachen bekommen, ne? Udiek Construction. Hier nicht auch noch irgendwo was? War hier nicht der Bär? Gibt's den hier noch? Was rennt er denn hier so am Jugendlichen Leichtsinn? Aua. Und wieder ein Amt zum Schmelztiegel, ne? Oh, da seht ihr mal, dass man die im Nahkampf schon fast gar nicht mehr so wirklich fighten kann, ne, die Ferals. Ja, da ist der Bär drin. Ich glaube, da fällt man ein. Da waren überall die Leichen. Also da muss der Bär noch drin sein. Ganz ekelhafter POI. Aber wir nehmen das hier alles mit, ne? Wir wollen ja bauen. Und wenn man bauen will, muss man auch farmen. Also, ich will kein Gemecker hören. No? So. Das Gotteshaus. Sehr gut. Oh, wir hätten die Machete freigeschaltet. Ich will ein schönes Bild machen. Na, mache ich nach der Folge. Ich will euch damit nicht langweilen. Das ist klar. So, und die nächsten. Wow! Hä? Wir rennen der. Gerade beim Rage-Modus, ne? Ah, ich semmel manchmal aber auch daneben, ne? Also. Ein Aiming für einen Popo. Das ist sehr gut. Das packen wir da rein. Den werden wir mal gleich lernen. Ja. Oh, ein Samenbuch. Ultra wichtig. Eins brauchen wir noch. Wir sind schon wieder zehnfach überladen, ey, krass. Das lohnt sich eigentlich nicht. Die haben das Inventar, das ist echt so klein. Dafür, dass man so viel Scheiß mitbekommt, ne?
Mal gucken, ob ich das nehme. Weiß ja noch nicht, was noch passiert. Wir brauchen definitiv mehr Bandagen. Ich wollte gerade sagen, den brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Den brauche ich nicht wirklich. Weil die ganzen Seeds bräuchte ich eigentlich auch nicht, ne? Aber wir fahren ja jetzt erstmal zum Händler abgeben und dann können wir die Sachen reinpacken. Und dann werden wir nach und nach, wenn ich das große Moped habe, den Umzug all die unwichtigeren Dinge holen. Wir werden erstmal die wichtigsten mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich zwei Forges hier anschmeißen. Dass wir da hinten zwei Forges haben. Zementmischer. Obwohl, den kann ich auch mitnehmen, den Zementmischer. Was nehmen wir noch mit? Die Chemiebank. Da hinten noch eine bauen, dann hätten wir zwei. Dass wir da wenigstens schon mal ein bisschen was haben, ne? Und dann halt so die wichtigen Sachen essen. Die Farmplots mitnehmen. Ich hoffe, dass das im Schnee überhaupt wächst. Aber müsste. Ich habe noch nie im Schnee gelebt. Das ist echt, das ist eine Premiere für mich. Das wird eine Umstellung. Das wird definitiv eine Umstellung. Oh, ich habe das Tor offen gelassen. Huch. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Zumachen. Kein Bock, dass da eine Wanderer gleich reinmarschiert. Great, here you go. Don't spend it on Mollys nehmen wir gerne. Immer dieselben, ne? Vor allem 1,5 Kilometer, da habe ich keinen Bock drauf, das ist zu weit. Dann machen wir vergrabene Schätze. Wir brauchen eben Leben noch. Du brauchst meine Hand nicht halten. Ja, das ist alles, was ich gekauft habe, weil ich habe meine Stones nicht dabei. Gebe ich nämlich hier. Obwohl, ich brauche die Bücher nicht kaufen. Ich kriege die auch so. Ah ja, Buddelquest. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Hallo, Borski. Oliver freut sich immer, wenn du den siehst, ne? Nee, er dich sieht so rum. Boah, manchmal laber ich eine Scheiße, ne? Im Nachhinein höre ich in der Folge und denke mir so, boah, was hast du denn da wieder rausgehauen? Was hast du denn da wieder für ein Wortgulasch reingehauen? Ja, jetzt muss ich doch nochmal rein. Auf, wir müssen das da reinpacken. Und dann machen wir noch die Buddelquest. Sind wir gut dabei. Wir sind bitte dabei. Das ist prima. Viva Polonia. Wir lieben das Leben. Liebe und den. Bin ja schon ruhig. Er tut mir leid. Jetzt wird nie wieder passieren. Aber wenn man sich überlegt, Leute, heute Stadion 39, das ist ein Witz, ne? Die wollen dich wirklich zwingen. Die wollen dich wirklich zwingen, dass du in den anderen Gebieten bist. Aber du kriegst hier gar nichts. Du kriegst hier gar nichts und wirst hier auch wahrscheinlich gar nichts kriegen.
Wenn ich jetzt natürlich ins Wasteland gehen würde, ne, und da ein paar Dings wegsnacken würde, ein paar Lootkisten rausklauen würde, dann würden wir wahrscheinlich auch dann würden wir uns richtig stark machen. Wo ist denn jetzt meine Schaufel? Ich habe das Moped nicht ausgeleert. Ah. Aber wie gesagt, wir brauchen den Leben. Habe ich nicht noch Skillpunkte? Einen habe ich. Dann machen wir meine Stärke nochmal rein. Dann rumpst die Shotgun auch ein bisschen, ne? Also der Headshot-Damage wird halt ein bisschen höher. Shotgun werden wir auch dann noch hinterher durchskillen. Schon, warum ich so mache. Ich weiß es schon. Aber die anderen Quests, die er da hat, ne, mit anderthalb Kilometer, Alter, nee. Kann er sich mal in den Backen putten. Sind eher so schnell, ist das ein Wilder? Der sah so wild aus, ne? Wie auf Kokain, ey. Oder Crack oder wie der ganze, die ganzen Drogen heißen. Ich kenne mich da nie aus. Mensch, Gameboy, hau ab. Ganz ruhig, Mädels. Ich bin genug Mann für euch beide. Oh, jetzt hat er wieder einen Spruch rausgehauen. So. Entschuldigung. Kurz bin ich verkneifen. So, warte mal, wo ist der? Ist er denn? Kaputt, ey. Der ist genau da drunter, wo ich den Dings hochgebaut habe.
Okay. Na, 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 na. Da liegt er. Als ob ich euch feite. Könnt mich mal. Nee, nee, nee. Kein Bock. Das machen wir nicht. Und was mir so auffällt, die Folgen, ne, die gehen ja mal fast 40, 50 Minuten, ne? Das ist schon krass, wenn man sich überlegt. Damals habe ich immer 20 Minuten Folgen gemacht. Das heißt, eine Folge, die ihr jetzt momentan bekommt, hättet ihr damals bei mir eine ganze Woche gehabt. Bei 7 Days. Wir haben immer 20 Minuten, dann haben wir mal Folgenpäuschen gemacht. Aber das war auch noch eine andere Zeit. Das war noch anders vorangekommen. Aber wenn man das so sieht, ne, wie viel Aufnahmezeit man hat pro Folge. Und die letzte Folge musste ich leider rendern, weil ich mittendrin auf Toilette musste. Und ich kein Pausenbild da reinblenden wollte. Musste ich hier halt schneiden, musste die rendern. Und dann habe ich für die Folge halt mal eben 2 Stunden gebraucht. Ne? Ja, und die sind alle so weit weg. Hey, Jerk, you need some water? Are you out of your god? Let's make a pact. You do something. You must be half. Oh, I got just the job for a simpleton like you. Oh, nee, ich hab auf die Quest hab ich keinen Bock. Hab ich keine Lust. 19 von 30. Naja, wir sind ein bisschen vorangekommen. Bin jetzt mal nach Hause, die Sachen vom Bike wegpacken. Würde ich sagen. Um die Wassercatcher nochmal leer machen. Und dann die Munition anstellen. Deswegen sind wir ja hier. Das ist ja der Hauptgrund, ne? Bam, 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 bam. Beruhigende Musik. Warte mal, beim Einschmelzen, da fehlt doch hier was hier. Das fehlt. Der fehlt. Ja, passt nirgendwo was rein. Doppelt rein geht ja nicht. Ja. Da müssen wir auch mal zusehen, dass wir da bald demnächst bessere Sachen bekommen, ne? So, wie sieht er aus? ...333, wir machen mal 150. Den Rest mache ich einen 9er. So, dann haben wir hier Cobblestone. Über 2000. Dann können wir da hinten auf alle Fälle schön reinbollern. Samenerntebonus 2. Landwirtschaftsschule. Warte mal, die haben wir doppelt. Dann scrappen wir den mal. Das können wir mal aufräumen, ne? Wenn wir die doppelt und dreifach haben, brauchen wir ja nicht. Rollbar, Ranger.
genau, dass der Landwirt, das war Nerd. Räuber Schurke. Die können auch weg. Nomaden. Würde da einpassen. Ja. Was war der hier nochmal? Holzfäller. Ausdauerwiederherstellung beim Rennen. Okay, das brauche ich nicht. Also nur den Helm. Und dann holen wir uns mal. Ach, das Holz, ne? Das brauchen wir ja auch. Aber gut, dann werde ich die Nacht, werde ich auf alle Fälle nochmal gucken, dass wir Schießpulver bekommen. Also das heißt, wir haben jetzt für die Horde ein bisschen Farmarbeit, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier nochmal die Bäume anpflanzen werde. Keine Ahnung. Ich werde auf alle Fälle jetzt hier noch ein bisschen abhauen, rumdüllern. Und würde mal sagen, Leute, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, wir machen Folgenpäuschen an dieser Stelle. Vielen lieben Dank an die Kommentare von der letzten Folge, die ich ja nicht vorlesen konnte. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, wir sehen uns dann wieder, ne? Und vielen lieben Dank natürlich an die Kanalmitglieder. Macht da gut, habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann am Montag in der Folge wieder. Sonntag keine Folge, wie immer, ne? Macht's gut, habt einen schönen Tag. Tschüss.